Hallo Sabine, schön, dass du wieder da bist. Hallo Dieter. Nach einer längeren Pause starten wir heute wieder mit einer neuen Episode, mit einer speziellen Episode für unseren Podcast Tango Talk. Wir haben zwischendurch eine längere Pause gehabt, aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlages. Hatten eigentlich schon einen Podcast fertig, dann ist das passiert. Vielleicht magst du erzählen, Sabine, was geschehen ist. Ich habe letztes Jahr im Mai meinen jüngsten Sohn verloren. Und das war ein Ereignis, was das Leben komplett auf den Kopf stellt und einen erstmal verstummen lässt. Also in der Situation war Podcast irgendwie auf einmal kein Thema mehr. Da wird die Energie für was anderes gebraucht. Ja. Und der fast fertig produzierte Beitrag, der wurde dann erstmal ins Archiv verschoben und es gab viele andere Dinge, die wichtig waren, aber ich habe festgestellt, dass ich ganz schön hänge an dem Tango Talk Podcast. Ich habe mir auch so zwischendurch beim Autofahren wieder ein paar von unseren Aufnahmen angehört und das hat zunehmend dann wieder Lust gemacht, jetzt wieder zu starten. Zum Einstieg haben wir uns überlegt, sprechen wir über dieses Thema, weil das auch viel mit Tango Talk zu tun hat. Aber es ist eher schwierig, Menschen zu finden, die gerne in einem Podcast darüber sprechen wollen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das vielleicht mal so stellvertretend für alle, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, aber für die es schwer ist, darüber zu sprechen. Super Idee, Sabine. In diesem Sinne, let's talk, Dieter. Let's talk, Sabine. Tango Talk. Der Podcast der Tango-Geschichten. Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben. Und lieben. Tango Talk. Das sind Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Zwei Suchende in Sachen Tango. Sabine, wir haben in unseren Podcasts ja schon öfter das Thema gehabt, dass der Tango, obwohl er von außen oft melancholisch wirkt und oft traurig wirkt, trotzdem eine unheimlich positive Wirkung auf die Seele und auf die Psyche haben kann. Ja. Jetzt hast du ja selber durch diesen Schicksalsschlag bist in diese Situation gekommen. Wie geht's dir denn damit? Erzähl ein bisschen. Naja, das ist... Der Tango hat mich durch ein ganzes Spektrum von emotionalen Zuständen begleitet eigentlich. Es war so, dass dem Todesfall eine schwierige Zeit schon vorausgegangen war. Und diese Zeit verbinde ich, warum auch immer, ich kann es gar nicht sagen, ganz besonders mit einem Lied, Chiquilin de Bachin, in einer ganz besonderen Version, gespielt vom Duo Amacord. Das läuft, das haben wir auf unserer Tango-Playlist und das läuft einfach öfter mal. Und wenn dieses Lied erklang, kamen mir jedes Mal die Tränen. Wusste gar nicht eigentlich, was der Inhalt dieses Liedes ist, wo in welchem Kontext es geschrieben wurde, worum es da geht. Aber es hat mich einfach so angerührt, dass mir jedes Mal die Tränen kamen. Also es war mehr die Melodie oder die unbewusste Aufnahme des Textes? Nein, das ist ja ein Instrumentalstück eigentlich. Also von daher war ich völlig unwissend, wie der Hintergrund zu diesem Lied ist. Ich habe dann erst später irgendwann gelesen, dass es da eben um einen kleinen Jungen geht, der verloren in der großen Stadt in einem Hauseingang sitzt und sehr mit dem Leben zu kämpfen hat. Und das hat mich dann richtig geflasht eigentlich, weil es da einige Parallelen auch gegeben hat. Und gerade dieses Lied hat mich so berührt. Also das hat sich mir scheinbar einfach durch die Atmosphäre mitgeteilt, wie auch immer, die hier musikalisch geschaffen wird.
Dann Cut, also dann ist das Ereignis eingetreten, der Todesfall. Wir hatten eine Trauerfeier, die Beisetzung in einem Friedwald und auch mit musikalischer Umrahmung, aber eben sehr spezielle Musik. Und als wir dann nach Hause kamen, die Trauerfeier fand bei mir zu Hause statt. Wie viele Leute waren da ungefähr? Das Haus war voll, es war brechend voll. Wir waren, ich glaube, um die 50 Leute. Dein Sohn hatte ja auch viele Freunde. Ja. Familie, Freunde, alle waren da und alle sind auch unheimlich lange geblieben. Also es war eine total schöne Atmosphäre und vielleicht war ein Teil davon die Tango-Musik, weil ich hatte so das Bedürfnis, so ein bisschen eine musikalische Umrahmung zu haben und wir haben so große Boxen, die du verwendest, wenn du Milongas veranstaltest. Und wir hatten so eine Box aufgestellt und ich habe da unsere Tango-Playlist drüber laufen lassen, weil ich das Gefühl auch hatte, das ist die beste Musik oder die beste Playlist, die ich habe für schöne, emotionale, aber sanfte Musik, die uns einfach durch diesen Nachmittag begleiten kann. Und dann lief diese Playlist und es hat auch eine total schöne Atmosphäre kreiert. Die Menschen waren alle intensiv in Gesprächen und ständig haben die Konstellationen gewechselt. Das war ein ganz toller Austausch und auch so ein Fluss von schöner Energie. War auch eine unheimliche Mischung an Generationen da drin. Ja, ja. Und irgendwann dann kam Chiquilín de Bachín. Und ich stand im Wohnzimmer. Da war Holzboden, relativ viel Platz. Also es war irgendwie wie, als hätte man mich da hingestellt. Und ich habe dich gesucht irgendwie mit Blicken und habe dich gebeten, dieses Lied mit mir zu tanzen. Und ich muss heute im Nachhinein sagen, mir war das in der Situation gar nicht bewusst, aber es war ja auch ganz schön mutig von dir, darauf einzugehen und mir das zu gewähren. Also wir leben nicht in einem Kulturkreis, in dem es üblich ist, auf Trauerfeiern zu tanzen. Aber du bist hergekommen, hast mich umarmt und wir haben... Es musste in diesem Moment sein. Also ich hätte da keine andere Möglichkeit gesehen, glaube ich. Ne? Ich habe auch im Nachhinein festgestellt, dass scheinbar niemand irgendwie Anstoß daran nahm. Ne? Die ganze Stimmung war ja irgendwie passend. Ja, es war offensichtlich so, dass sich das auch mitgeteilt hat, wie gut es tut. Und ich habe zum ersten Mal nicht weinen müssen. Ich habe mich total erleichtert gefühlt dadurch. Das war wunderschön. Und es war, als hätte sich der Tango so als Freund auch angeboten in dieser schwierigen Situationen, um mich da auch ein Stück weit durchzutragen. Ich habe auch immer gedacht, so wenn man einen Tango hört, dachte ich mir oft mal so, schlecht darf das nicht drauf sein, weil sonst zieht dich der runter. Aber es gibt auch Non-Tangos oder überhaupt auch Tangos, wo du merkst, Mensch, eigentlich geht es mir hier noch besser. Das ist, als wenn die dich
verstehen würden, dich da abholen würden, wo du bist. Ich denke, der Tango ist irgendwie so ein Ventil. Da haben die traurigen Gefühle ihren Raum, aber auch die Glücksgefühle ihren Raum, die man durch die schöne Musik, durch die Umarmung, durch die Gesellschaft der anderen Tanzenden hat oder so. Und da ist es irgendwie, da kommt es so zum Ausgleich, da versöhnt sich das auf eine bestimmte Art und Weise. Und wie gesagt, ich habe danach dann das Gefühl, erleichtert zu sein, als wäre ich irgendwie ein Stück schmerzlos geworden. Wir waren ja auf einigen Milongas, auch seitdem das passiert ist. Ja. Wie ging es dir denn da? So, hat sich das dann das Gefühl gleichmäßig gehalten oder wurde das eher mehr oder hat sich das ein bisschen geändert? Das ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, das hängt auch viel von der Tagesform ab. Ich habe auch Tage gehabt, wo ich es dann schwierig fand, unter so vielen gut gelaunten Menschen zu sein. Da konnte ich es dann gar nicht so genießen, gerade am Anfang. Inzwischen ist es so, merke ich, dass ich einfach auch gerne wieder nur auf eine Milonga gehe, weil ich gerne auf eine Milonga gehe zum Tanzen und der heilsame Effekt für mich gar nicht so im Vordergrund steht. Aber es gab und gibt immer wieder Tandas oder auch mal einen ganzen Abend, wo ich das Gefühl habe, das tut mir jetzt einfach unheimlich gut und bringt mich auf dem Prozess der Verarbeitung auch ein Stück weiter. Ich konnte wieder ein bisschen etwas abbauen von diesem Berg an Kummer, den man da so in sich trägt, wenn man sowas erlebt hat. Und jetzt haben wir ja festgestellt, dass du mit deinem Erlebnis, dass der Tango einen da ein bisschen raushelfen kann aus so einer traurigen Situation, dass du gar nicht alleine bist, sondern dass es auch andere Menschen gibt, die dieses Erlebnis auch schon hatten. Ja, ich habe das vermutet, weil ich bin ja jetzt irgendwie nichts Einmaliges und es war für mich schon so deutlich, dass das was mit mir macht. Und wir hatten ja auch eben in 21 Podcast-Episoden manches Gespräch, wo man so ein bisschen auch erzählt bekommen hat, ne, dass unsere Gesprächspartner das Gefühl haben, dass das Tanzen, dass der Tango was mit ihnen macht. Das sind sehr gehaltvolle Fragen. Es war aus einer Not heraus. Ich konnte nicht mehr. Ich war fertig. Ich bin wirklich überzeugt davon. Ich lehre die Menschen Tanzschritte und sie beginnen ihr Leben zu verändern. This is what I see. I teach people steps and they change their lives. In den Armen einer Frau Musik durch den Körper strömen zu lassen und das dann verschmelzen zu lassen in eine gemeinsame Bewegung und in ein gemeinsames Gefühl. Das ist ein Höhepunkt von Sein. Es ist umwerfend. Ja, ich habe dann versucht, so ein bisschen auf die Suche zu gehen nach ähnlichen Geschichten. Also nach Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt haben, irgendwie verzweifelt waren aufgrund einer Trennung, einer schweren Krankheit, was auch immer es für Gründe gibt, wirklich sehr traurig oder sehr, sehr bekümmert zu sein und wollte danach fragen, wie es ihnen beim Tanzen ergangen ist oder was der Tango für sie war in dieser Zeit und ob sie glauben, dass er ihnen geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen. Und da gibt es ganz erstaunlich viele Menschen, die das ähnlich erlebt haben, wenn auch sozusagen der Anlass immer ein anderer ist, aber der Effekt ist irgendwie scheinbar immer der gleiche und auch ziemlich stark, wird auch ziemlich stark wahrgenommen. Wie bist du auf die Leute zugegangen? Ich habe über Social Media aktiv danach gesucht. Ich habe aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis innerhalb sozusagen der gängigen Netzwerke so ein bisschen rumgefragt. Man muss gar nicht tief buddeln, um auf solche Erfahrungen zu stoßen. Dimitris teilte via Facebook eine Milonga-Erfahrung mit uns. Ich habe einfach gefragt, was magst du am meisten am Tango? Sie brauchte eine Weile, um zu antworten. Ich meine, wer stellt schon solche Fragen? Und dann passierte es. Um am Leben zu bleiben, sagte sie. Ich werde über dieses Gespräch nicht mehr sagen, weil es zu persönlich ist. Aber es führte zu einer der tiefsten und emotionalsten Tandas meines Lebens. Warum?
weil ich die Seele dieses Menschen sah und die heilende Kraft des Tangos. Ich habe Missbrauchserfahrungen, die sich durch meine ganze Kindheit ziehen. Berührungen habe ich bisher nur von mir vertrauten Menschen genossen. Und jetzt wage ich es, mich von fremden Männern so umarmen zu lassen, berichtet Maria auf Instagram über ihre Erfahrungen. Ich war zum zweiten Mal bei einer Milonga. Vorher hatte ich eine Übungsstunde und wollte, so wie beim ersten Mal, einfach nur zuschauen. Aber ich wurde aufgefordert. Zunächst habe ich mich gesträubt und eine Angst verspürt. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und diese Erfahrung war für mich ganz tief. Ich habe es zugelassen, dass mich ein fremder Mann berührt, tief berührt, mich führt, die Kontrolle über mich hat. Das war ganz schwer auszuhalten. Aber ich bin da geblieben. Ich habe mich nicht aus dieser Situation gestohlen, wie so oft. Ich habe auf der Heimfahrt geweint, weil ich so berührt war von dieser Erfahrung und ich spüre, dass da noch viel mehr an Heilung geschehen darf. Das wird jetzt mein Weg. Ich freue mich darauf. Bei Depressionen spielen Dopamin, Serotonin eine wesentliche Rolle. Durch die Tangotherapie wird die Produktion der Botenstoffe angeregt und eventuell kann die Medikamentengabe verringert oder sogar abgesetzt werden, stellt Simone Schlafhorst in ihrem Buch Neurotango – Prinzipien der Tangotherapie fest. Professor Hermann Raue, Präsident der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, berichtete in abendblatt.de. Dieser Schlaganfallpatient, er war gelähmt und durch niemanden zu irgendetwas zu bewegen. Seine Frau hatte aber erzählt, dass sie sich beim Tangounterricht kennengelernt hatten. Als ich ihm diese Musik vorspielte, strahlte sein Gesicht und er war wie verwandelt. Dieser Tango brachte den vorher resignierten und mutlosen Patienten buchstäblich wieder auf Trab. Zunächst leuchteten seine Augen, sein Gesicht strahlte. Beim Refrain begannen seine Zehen ganz behutsam zu zucken. Da wurde mir zum ersten Mal deutlich, dass gezielt ausgewählte, lebensgeschichtlich bedeutsame, rhythmisch pointierte Musik nicht nur seelisch, sondern auch körperlich wirkt. Diese körperliche Wirkung der Musik lässt sich beobachten und messen. Mehr dazu im Text: Musik kann viele Wunden heilen, der bereits im Jahr 2002 erschienen ist. In der ukrainischen Stadt Dnipro erzählte mir ein Freund namens Wladimir mitten im russischen Bombardement, dass sie trotz des Krieges eine Milonga abhalten würden. Er sagte, es sei sehr gefährlich, aber die Musik sei ein Zufluchtsort für die Seele, sagt Facundo Barreira. Die Milonga wurde von mehr als 40 Personen besucht. Der Tango bedeutet für mich Leben, titelte das Abendblatt im Jahr 2005. Die Stille im Krankenhaus wird plötzlich von lauter Tango-Musik durchbrochen. Musik und Tanz sollen die häufigen Depressionen der Krebspatienten lindern, sagt die Ärztin Mariella Bertolino. Eigentlich war das Ganze Silvinas Idee, erzählt Stationsleiterin Mariella. Die 40-Jährige leidet seit 3 Jahren an Krebs und konnte sich bis vor kurzem nur noch mit Mühe auf den Beinen halten. Dank des Tanzunterrichts kann sie mittlerweile jedoch schon wieder kleine Spaziergänge machen. Der Tango bedeutet für mich Leben, flüstert Silvina. Der Tango etwa kann helfen, Trauer und Verlust zu verarbeiten. Viele Leute, die eine Trennung hinter sich haben, hören diese Musik und sagen, das ist mein Tanz, stellt Juan D. Lange, Tango-Lehrer aus Berlin, fest. Ja, und ein Statement kam ja auch von dir, Dieter. In dem Film Die Tango-Spelunken von Buenos Aires von Hermann Kral hat ein DJ über sein Erlebnis berichtet. Den lassen wir mal in einem Ausschnitt zu Wort kommen. Miedo de morir, ansia de vivir, sueño realidad. ¿Cómo lleva el tango?
Ich bin zum Tango gekommen, weil ich depressiv war. Ich war in Trauer. Meine Partnerin war an Krebs gestorben. Ich war wirklich am Arsch. Der Tango hat mich aus der Depression rausgeholt. Der Tanz, die Milonga, das sich treffen zum Tango, das hat mir alles sehr gefallen. Und ich habe es nie mehr aufgegeben. Wir haben jetzt einige Beispiele gehört, Sabine, in denen Leute berichten, wie ihnen der Tango geholfen hat, durch schwere Zeiten zu kommen. Ja, ganz verschiedene Lebensereignisse, ganz verschiedene emotionale Nöte. Und alle berichten, dass es einfach gut getan hat. Ich glaube, das zeigt, dass der Tango ja nicht nur ein Tanz ist und nicht nur Musik ist, sondern sehr stark auf die Psyche sowohl positiv als auch negativ einwirken kann. Ne? Tango kann einen runterziehen, er kann ihn aber jemand auch in seinem Schmerz wieder nach vorne bringen. Ja. Und man sollte wohl Tango, auch wenn man im Loch ist und tiefe Phase hat, nicht aufhören zu tanzen. Ja, ich glaube, dass es für viele Menschen, die gerade durch eine schwere Zeit gehen, nicht der erste Gedanke ist, zu tanzen. Ist in unserer Gesellschaft nicht üblich, dass man in der Traurigkeit unbedingt tanzt, ja? Genau. Aber ich glaube, dass das was ist, woran man sich erinnern sollte, wenn es einem nicht gut geht. Der Tango ist, glaube ich, ein Freund, der einen durch gute und schlechte Zeiten wunderbar begleiten kann. Und wir sollten, auch wenn es uns nicht gut geht, daran denken, ein bisschen zu tanzen. Und ich glaube, jeder, der schon Tango tanzt, hat ja irgendeinen Lieblingstango, irgendein Lieblingsstück. Und vielleicht sollte er das einfach mal auflegen. Und wenn er dann Lust hat zu tanzen, dann soll er doch tanzen. Ich als selber Betroffene kann allen nur wünschen, dass sie sich in der schweren Zeit darauf einlassen können, dass sie sich vom Tango da begleiten lassen und getragen werden können und dass es für alle, die gerade nicht so fröhlich sind, bald wieder aufwärts geht und wir uns vom Tango auch wieder durch fröhliche Zeiten begleiten lassen können. Es ist ein Hilfs- und Heilmittel, aber Sie brauchen nicht Ihren Arzt oder Apotheker fragen, ob Sie das dürfen oder nicht. Und man muss auch nicht traurig sein, um Tango zu tanzen. Es hat keine Nebenwirkungen. Aber er hilft. Danke, Dieter, für dieses schöne Gespräch. Das war ja heute mal ganz anders als sonst. Wir hatten keinen Gast, den wir beide ein Loch in den Bauch fragen, sondern du hast heute mich ein bisschen befragt, weil diesmal ich eine Geschichte beisteuern wollte. In der nächsten Episode wird es wieder anders. Da fragen wir wieder Löcher in die Bäuche. Von anderen Leuten. Und du wolltest dich noch bei ein paar Leuten bedanken, Sabine, für die Mitarbeit in diesem Podcast. Genau. Und zwar würden wir uns gern bedanken bei Angela Obertür und Marco Göringer Obertür, dem Duo Amacord, für die Möglichkeit, das Stück Chiquilin de Bachin in der von ihnen eingespielten Fassung zu nutzen. Ich möchte mich bedanken bei Michael Domke, Aneta Orlik und Wolfgang Spitzauer, deren Zitate aus anderen Podcast-Interviews wir hier in einem Zusammenschnitt nochmal verwendet haben. Bei Dörte und Ralf Dunker, die den Betroffenen ihre Stimmen geliehen haben und den Betroffenen, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben für diese Podcast-Episode. Und bei Hermann Kral und Jürgen Jeserik vom Medienkontor für die Freigabe des Zitats aus dem Film Die Tango-Spelunken von Buenos Aires. Vielen Dank. Danke auch von mir. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de. We'll be right back.